10 seconds remaining. 5 seconds remaining. So, willkommen zurück zu ESL Think Fast Razer League, dem Finale zwischen Northern Lions und Rise Gaming. Es geht um alles oder um ein bisschen weniger als alles, nämlich den zweiten Platz. 5 Razer-Mäuse oder 5 Razer-Mauspads. Es ist interessant, dass ich jetzt so langsam immer noch mal rausfinden sollte, ob es wirklich Mauspads sind. Oder ob ich hier die ganze Zeit nur Mist erzähle. Anyway, nach einem wunderbar langen zweiten Game, wo wir eigentlich glücklich sein können, dass es endlich vorbei ist, geht's dann jetzt hier ins dritte Game, wo vielleicht oder vielleicht nicht länger mehr sein wird. Ja, es sind Mauspads, Razer Destructor Mauspads für das komplette Team des zweiten Platzes, und das erste Platz kriegt Razer Mäuse, nämlich Razer Death Adders von 2013. Ja. Nicht, dass wir die neue Mäuse brauchen. Irgendwie ist es ein bisschen komisch bei den Preisen. Es ist so, ja, okay, es ist Razer, sie machen Mäuse. Irgendwas musst du halt geben. Aber, ja, braucht ihr nicht neue Maus? Nee, ich habe gerade so einen Professional Cup gewonnen. Ich glaube, meine Maus funktioniert ziemlich gut. Das ist keine Ahnung, wie Leute, also, irgendwie ist es ein ziemlich sinnloses Sponsorstück. Aber egal. Gut, gleiche waren es wie im Spiel vorher. Way. Rise Gaming pickt wieder Ogre Major, Skyrath Major, Kiro. Ach du Scheiße, das ist genau dasselbe Game wie vorher, das gleiche Game wie vorher. Yay. Skyrath Major, Kiro und Northern Lions sind auf jeden Fall sicher, dass sie diesen Jakiro haben wollen. Ogre Major ist hier ein bisschen besserer Held gegen Jakiro. Kann ein bisschen Harris zurückwerfen und ist auch relativ tanky. Und hält dieses ganze Harassment von Jakiro doch auch aus. Aber vielleicht müssen jetzt Rise Gaming sogar noch ein bisschen dagegen picken. Dadurch ist Northern Lions hier meistens auf der Offline Jakiro eingesetzt. Und obwohl der letzte Game quasi richtig schlecht funktioniert hat, hat er doch richtig viel gebracht. Und daher sollten sie auf gar keinen Fall die Möglichkeit hier Northern Lions lassen, den Jakiro Offline zu stellen und dass er da abgeht. Außerdem, Jakiro Offline verhindert auch ziemlich 100%, dass die Supports ganken gehen. Was beim Ogre Major vielleicht nicht so optimal ist. Mal schauen, ob Rise Gaming hier wieder mit dem Earthshaker geht. Könnte ich nicht verübeln, war im letzten Spiel richtig potent. Aber Vengeful Spirit wird es. Durchaus super gegen Jakiro Stunlocks nach dem Old Scepter. Kann ja eigentlich ganz gut funktionieren. Aber ja. Mal schauen, was die Venge sonst noch so bringt. Ein Center War ist erstmal rausgeworden, wer hätte es gedacht. Lions haben hier den First Pick, von daher sollte man den nicht gegen mit einem Skyrath Mage und Jakiro durchlassen. Viper wird auch noch rausgenommen, ist jetzt anscheinend kein First Ban mehr, aber immerhin immer gebannt. Mal schauen, ob wir wieder Slark und sonstiges an Bans hier bekommen. Ogre Major Event for Spirit ist außerdem eine Möglichkeit, hier wieder eine Aggressive Trial aufzumachen. Und bisher sah es nicht so aus, als ob Northern Lions so gut gegen eine Aggro Trial klarkommen. Sky, Jakiro sind gute Helden dagegen, aber ein Offlane vielleicht besser. Und Slark wird hier instant gepickt, okay? Sky, Jakiro, Slark von Northern Lions. Mit einem TA-Ban. So, so. Ja, die Leash ist natürlich gut für die Mystic Flare. Das Problem ist natürlich nur, dass er immer noch ausweichen kann. Slark ist ganz, ganz gute Initiation-Setup für Jakiro. Gegen Venge und Ogre außerdem relativ gut, weil die Stunts einfach purchbar sind. Und im Falle von der Vengeful Spirit hat auch noch sieht man sie fliegen, was durchaus für einige In-Flight-Dodges erlauben würde. Ja, die Frage ist halt, wie... Slark kann schon ganz gut late gehen, wir hatten das letztes Mal gesehen im Spiel 2 des Halbfinales, dass sie einen Slark hatten, der medium so das Spiel durch war und dann halt auf einmal richtig abgegangen ist. Aber Doom ist natürlich eine der Möglichkeiten, um mit einem Slark fertig zu werden. Denn, ja, vielleicht eine der besten. Doom drauf und dann ist es halt irgendwie ein Range Creep. Naja gut, ein Melee Creep, der so viele Leben wie ein Range Creep hat.
Auf jeden Fall Möglichkeiten, den Slug hier klarzukommen. Mal schauen, ob es dann halt auch noch genug für den Rest ist. Ein bisschen Doom of the Offlane, wo sie eventuell... bin mir nicht sicher. Der Punkt ist, natürlich könnten sie Skywrath Mage Jakiro dann auf der Lane lassen und Doom halt nichts bekommen lassen. Das Problem ist halt, er geht in den Dschungel und dann... ist halt blöd. Aber ein Wraith King von Northern Lions. Schön gegen Doom. Dann... es könnte hier ein Deathball werden. Wraith King, Slark. Auch wenn Wraith King nur ein Support ist, was sein könnte. Was wahrscheinlich sein wird. Wobei, ja... muss nicht unbedingt sein. Könnten hier ein Support sein, die Mitte noch picken. Sie könnten fleißiger Slark in die Mitte stecken. Wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin. Könnten hier aber durchaus einen Husker sehen, obwohl Husker gegen Wraith King stark ist, aber vielleicht nicht das Stärkste. Dadurch, dass Blade Mail da für Husker nicht so doll ist. Tja, lassen sich Zeit. 15 Minuten. Sekunden. Millisekunden. Nein, Quatsch. 10 Millisekunden noch übrig für Rise Gaming sich zu entscheiden. Und schon sind sie vorbei. Und Terrorblade. Freude, 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 Freude. Sehr interessant. Terrorblade wird hier ausgepackt von Rise Gaming. Wenn alles... ja. Wenn alles fehlschlägt, dann holen wir einfach mal die Imba-Helden raus. Ogre und Terrorblade in einem Team. Ich bin gespannt, ob Northern Lions, also, sie haben ein starkes Lineup und so, aber Terrorblade ist halt mal so eine Kategorie, wird halt nicht mehr gebannt, weil irgendwie gibt es dagegen Möglichkeiten, aber als vierter Pick, es ist doch schon sehr, sehr stark und sehr, sehr starker Pusher. Late Game ist halt so eine Sache, ob sie das können, aber jetzt haben sie halt auch das Mid Game und Early Game sehr stark hier unter Kontrolle. Und Broodmother ist letzter Bann mal wieder. Einfach um die Möglichkeit doch auszuschließen, dass man hier von der Broodmother komplett zerstört wird. Wie das halt so bei Helden ist, die seit 2 Tagen im Spiel drin sind, sind die noch komplett unbalanced und wesentlich zu stark. Habe ich gehört, ich habe noch keine Broodmother gesehen. Wirklich in Action. Shout out to Seba. Anyway. Aha. Letzter Pick. Mitte. Wenn es lag nicht Mitte geht. Könnte natürlich sein, aber glaube ich irgendwie nicht das Ganze. Jakiro könnte halt immer noch offlane gehen. Wraith King Support. Ich habe das Gefühl, dass hier in der Mitte kommt. Mal wieder mit einem Jakiro offlane. Vengeful Spirit, Ogre. Ja. Und mit einem Terrorblade. Ich weiß nicht, ob da der Jakiro so gut gegen ist. Aber... na, mal sehen. Mal sehen, zumindest auf Level 6 sollte Jakiro bei Terrorblade ziemlich aufpassen. Da könnte das sehr schnell umgedreht werden. Tja, aber lassen sich ja doch hier ein bisschen Zeit. 50 Sekunden Reserve Time ist noch da. Und Dragon Knight in der Mitte als ziemlich tankiges Lineup, muss ich ganz ehrlich sagen. Jakiro ist einer der tankigsten Supports. Slark ist generell squishy, aber evasive. Wraith King und Dragon Knight sind tanky, so. Und außerdem halt auch wichtig, dass sie ein bisschen Wave Clearing haben gegen die Illusions von Terrorblade. Sollte man nie unterschätzen, muss man haben. Und sonst ist es halt doof. Außerdem halt auch ein bisschen selber Push, damit sie auch was tun können. Jakiro und Dragon Knight zusammen können schon einiges anfangen. Und zu guter Letzt einen Magnus. Hui. Mal schauen, wofür der Magnus da ist. Bisher sehe ich da keine Kombos so richtig. Aber vielleicht auch einfach nur, um die Kontrolle zu haben über diese ganzen
tanky Helden, die man sonst nicht unter Kontrolle bekommt. Aber ja. Picks kommen dann. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze spielt. Scheint sehr push-dependent zu sein und es könnte hier durchaus sehr schnell vorbei sein. Da beide Seiten einen nicht zu unterschätzenden Amount of Push haben hier. So. Dementsprechend, auf der Seite von Rice Gaming wird wohl Crush auf die Offlane gehen. Matrice wird zusammen mit Ecke und STN Safelane und zuletzt Tormann in der Mitte, weil Tormann letztes Mal gecarried hat, aber das haben sie wohl umgeswitcht. Je nach Heroes. Außerdem ein schönes Set vom Terrorblade hier. Rar. Ja. Relativ cooler Held. Aber naja, komplett aus Tor geklaut. Sixnet dementsprechend auf dem Signature Jakiro. Phantom XP in der Mitte auf dem Dragon Knight und ein Support Wraith King mit Ingman auf dem Slark. Evasion auf dem Scarith Mage. Und mal schauen, wo Doom sie unter seine Warden placed. Sehr defensiv, aber ich glaube, so langsam wird er gesehen. Nein. Wird nicht gesehen. Was sehr, sehr praktisch ist. Außerdem schön den Observer Ward benutzt, um hier das Camp zu blocken. Um dem Doom keine Möglichkeit zu geben, irgendwoher seine fetten Creeps zu bekommen und seine Aura Creeps. Erste Illusion geht schon direkt mal Roshan scouten. Nee, geht so nicht? Na gut. So, die Runen scheinen. Ja, die untere Rune an Ecke zu gehen. Und die obere Rune geht an Wraith King. Beziehungsweise an Skyrath Mage. Na gut, da mehr Fokus drauf gelegt, klar. Wraith King braucht wesentlich weniger, nämlich nichts. Also Boots. Ansonsten Skyrath Mage kann immer was vertragen. Wraith King könnte natürlich einen Blink gebrauchen können, aber das wird er erstmal in der Zeit nicht bekommen. Erste Pause für dieses Spiel. Leute müssen mal auf Klo oder so. Kann ja durchaus vorkommen. Aber hat auch sehr interessante Wards von Northern Lions hier. Der auf Server Wards sieht man halt nicht so oft direkt am Anfang. Wird auch direkt schon hier ausgepinkt, so, hä, was soll denn das? Ist halt ein sehr, nicht mal ein defensiver Ward, denn also für Jakiro bringt er jetzt mal nichts, hat Runenvision und Seed Rotations, ja. Aber naja, auch hier der Ward blockt halt hauptsächlich das Camp und wird vielleicht nicht so oft dewardet. Aber ansonsten ist der relativ, ja, bringt schon alles, klar. Aber halt auch anders. Ansonsten die Wards von Race Gaming sind relativ gut. Du hast einen Runenward hier, die auch auf Rotations guckt und halt diese sehr sneaky Ward, die wahrscheinlich eher nicht dewardet wird. Don't know, irgendjemand hat Pause gemacht. Jengler hat Pause gemacht und keine Ahnung, was los war. Na gut, weiter geht's. Block von Phantom XP war wesentlich besser. Mal schauen, ob das in der Lane Relevanz zeigen wird. Duben geht auf Level 1 direkt mal erstmal Creeps gucken. Findet hier einen Stun Creep, das ist nichts. Aber es scheint, dass es aber direkt tatsächlich in den Jungle bleiben wird. Was doch sportlich ist. Weiß nicht, er hat die Ward gestellt und hat gesehen, dass die Leute, dass hier die Supports waren. Da hat er anscheinend schon angenommen, dass er hier gar nichts auf die Lane kriegen wird. Akiro. Mal schauen, wie viele Erfahrungen er hier doch mitnehmen kann. Aber es scheint, als kriegt er fast die komplette Wave. Ne, aber jetzt dann geht zumindest den Creep noch als Erfahrung. Aber auch selbst wenn sie den Doom jungeln, kriegen sie auch schon relativ viel aus dem Jungle Doom raus. Jetzt schon Level 2. Und kann hier halt einfach weiter durch seinen Dschungel gehen. Die Supports mit Wraith King. Ja. Wraith King und Skyrath Mage können halt schon ganz gut rotieren. Aber man weiß ja nie, wann der Doom zurückkommt. Trotzdem sollten sie das denn demnächst tun. Und dann eben hier Druck auf die Mitte ausüben. Wenn schon nichts anderes.
Jakiro noch nicht ganz Level 2 geworden. Mal schauen, ob er diesen Creep hier haben will. Nein, will er nicht. Aber er kriegt hier immerhin, wahrscheinlich hoffentlich für ihn eine Bounty-Rune, weil dann ist er Level 2. Ja, kriegt die Bounty-Rune. Glück gehabt, Level 2 für ihn. Dual Breath wird das dann sein. Und dann kann er ein bisschen mehr Supports ärgern, die ihm zu nahe kommen. Doom scheint sich komplett aufs Dschungeln konzentriert zu haben. Und, naja, die Rice Gaming Supports müssen hier doch mehr auf der Lane bleiben, einfach um den Jakiro aufzuhalten. Wohingegen jetzt die Northern Line Supports frei sind. Das heißt, Northern Line müssen halt auch hier, müssen einfach hier zeigen. Müssen vorweisen, weil sonst sind die Supports halt ein bisschen wertlos. Außerdem Terrorblade, ja. Terrorblade wird auch immer. Schauen wir uns mal die Last jetzt an. Ja, beide Carries farmen gut. Dragon Knight und Magnus. Ein kleiner Vorteil für Magnus erstmal hier. Aber noch nicht so wirklich relevant. Dafür aber auf der Offlane hier Doom farmt, wohingegen der Rest nicht farmt. Und jetzt sind die Supports tatsächlich rotiert und das sollte ein ziemlich einfacher Kill werden hier auf Phantom XP. Ja, das ist ein Kill. Oder? Oder? Eieiei. Nächstes Stun, 3, 2, 1, nichts da. Ach du großer Gott, wie konnte er denn da wegkommen? War auf einmal nichts mehr da von Rice Gaming und da haben sie diesen doch relativ eindeutigen Kill einfach so wegkommen lassen. Rotations wurden natürlich von Northern Lines geforst, aber dass sie da nicht den First Blood bekommen haben, das ist richtig wichtig. Und jetzt hat natürlich auch Jakiro ein bisschen mehr Space. Noch. Mal schauen, wie viel Space. Aber immerhin seine Tranquil Boots vorher. Gut, die nächste Rune kriegt hier unten eine Bounty-Rune und oben ist es Magnus, der sich eine Double-Damage-Rune holt. Ah, auch nicht so gut für die Mitte. Die jetzt doch relativ... Na, nicht wirklich übernimmt. Sports machen jetzt wieder ein bisschen Farm. Doom ist hier und farmt mit seinem Tornado, seriously. Okay. 200 Mana. Naja, naja, naja. Relativ ineffiziente Mana-Nutzung, aber gut. Doom ist jetzt doch ziemlich weit vorne. Aber daneben geliebt. Von daher, aber auch die Supports, keine Boots noch da auf dem Wraith King. Der vielleicht demnächst mal kaufen sollte. Findet hier den Doom. Und der Doom findet nichts, ist immer noch geblockt. Geht es hier sehr aggressiv vor. Das mich so ein bisschen überrascht. Klar haben sie wenig Damage, aber Slark könnte halt auch ziemlich einfach hier kommen und dann Action machen. Aber gut. Jakiro kriegt die volle Ladung Harris ab. Aber Ecke auf der anderen Seite auch. Und der hat mehr. Sollte er jetzt hier vielleicht nicht overextenden? Upsala. Nächstes Stun kommt auch hier raus. Oh, richtig schön, aber das reicht nicht ganz. First Blood hier von Terrorblade. Großer Fehler von Jakiro hier. Richtig overextended. Viel zu weit draußen. Das hatte ich nicht von ihm erwartet. Aber gut. First Blood für Terrorblade. Das ist was, was man nicht unbedingt haben will. Nicht so gut. Und auch Doom geht wieder in den Wald. Kriegt er für den Tower gepusht. Aber dafür ist die Vengeful Spirit da, um zumindest die Creep-Aggro kurzzeitig rauszuziehen. Aber auf beiden Seiten Rotations. Evasion geht jetzt hier runter. Gucken, dass er ein bisschen was bekommt. Ingman wieder auf... Ja, wieder den weniger aggressiven Bild. Auch mit einem Midas erstmal. Einfach weil er halt auch so viel Space bekommt auf dieser Lane. Weil Doom ihn halt komplett in Ruhe lässt. Geht er hier auf Midas. Doom ist jetzt hier. Ist aber erstmal Level 4. Stun ist draußen. Lieb. Nein. War es kein Interesse, irgendwie reinzugehen. Weil auch alle Supports missing sind. Und auch Terrorblade ist missing. Da wollen sie hier nirgendwo rein, wo sie nicht genau wissen, was sie erwartet. Tja, Phantom XP kann hier ein bisschen Tower pushen. Ulti verwendet. Hat jetzt eine Haste-Rune. Könnte hier eventuell... Oh, Smoke gebrochen von Ecke. Mal schauen, ob sie hier vielleicht was machen wollen, aber...
Der interessiert sich halt nicht. Oh, der hat die Supports gar nicht gesehen. Das ist sehr interessant. Aktiviert jetzt die Rune, aber... Ja, reicht nicht ganz. Shockwave benutzt. War richtig knapp, dass er da die Supports nicht gesehen hat. Hatte ich jetzt irgendwie erwartet, aber Vision ist halt ziemlich viel kleiner als der Smoke, der gebrochen wurde. Schön gemacht. Keinerlei Vision von beiden Teams hier. Alles dunkel. Okay. Und das bezahlt Dragon Knight mit seinem Leben. 2:0 für Rice Gaming. Relativ irrelevant, aber trotzdem. Erste Kills. Und Jakiro kriegt den Kill und Leash ist draußen. Ja. Oh, kein Ice Path. War eben schon benutzt. Und auch Wraith King ist wesentlich zu weit hinten. Die Absprache ist ein bisschen fehlerhaft bei Northern Lions. War wohl nicht ganz klar, was sie machen, wenn hier in die Nähe kommt. Aber nächster Tower. Für Northern Lions, die jetzt bisher noch den Push-Vorteil haben. Wird sich allerdings ändern, wenn dieses große Ding hier langsam online kommt. Yasha in 300 Gold. Und dann wird auch Terrorblade langsam fett. Damit der mit Rune für Dragon Knight. Auch nicht schlecht, damit kann man schon mal Tower pushen. Die Grafen sehen so, dass Rice halt vorne ist und jetzt den Tower verloren haben, wieder runtergehen. Aber halt auch nicht sonderlich viel runtergehen dafür, dass sie 2000 Gold Unterschied eigentlich jetzt bekommen haben. Aber nur 1000 runtergehen. Durch den Kill eben. Somit im Farm an sich Rice Gaming vorne, aber die Stunts sind natürlich schöner Silence, aber ich glaube durch, dass das reicht, um... Ja. Reicht nicht, um da rauszugehen und jetzt hat Wraith King komplett overextended. Northern Lions sind hier nicht irgendwie on top of their game. Irgendwie gibt es da große Probleme und sie schwächeln ein bisschen. Und der Tower geht hier auch down. Jakiro hat den Deny versucht, aber nix da. Das sind wahrscheinlich Power Jets gewesen. Nope, Ring of Aquila. Na gut. Aquila, ja. Ah, war eine schöne Diskussion. Ring of Aquila. Was heißt das? Amerikanische Caster. In der XMG Captain's Draft. Darüber argumentiert oder diskutiert, ob das Ring of Aquila oder Ring of Aquila heißt. Haben sich dann im Endeffekt dazu entscheiden, Ring of Aquila können wir als Amerikaner nicht aussprechen, also heißt es Ring of Aquila. Aber nein. Aquila von, was war das, hier, Adler, aus dem Lateinischen. Dementsprechend Aquila. Ja. Wraith King, weitere Over-Extensions, Morphid 0-2 schon. Erstaunlich, erstaunlich hier. Less Lava, more Nymph. Less Feed. More gutes Positioning, please. Relativ viele Over-Extensions. Klar, es ist nicht ganz sicher, in welcher Situation er halt vielleicht auch überhaupt erst gar nicht mehr rauskommt, aber teilweise ist da sein Positioning nicht so wirklich effizient. Und das feedet natürlich, weiß Gaming schon relativ gut hoch. Ah, schönes AP, aber noch wunderschön. Also noch wunderschönerer Stun. Mensch, fürs Bild musste hier den Magnus rausziehen und dafür mit ihrem eigenen Leben bezahlen. Aber wunderschöner Stun hier von Wraith King, der seine zwei Feeds damit richtig wieder gut gemacht hat. Denn das hat den Dragon Knight auf jeden Fall das Leben gerettet gerade. Tower wird gepusht. Oh. Dieser Konterpush war ein bisschen daneben. Shockwave off-target. Aber ich glaube, Northern Lions bleiben hier. TPs kommen rein, zu viert wird jetzt hier defended, aber hier sind sie auch. Aber das Problem ist halt auch Terrorblade. Wird jetzt hier sein Ding machen und alleine Tower pushen. Ach du Scheiße, was ist das für ein Damage? Und auch noch ein Deny von Ogre Magi, übel. Und T2 fast alleine down. Das ist halt die Power des Terrorblades. Der bald schon seinen Manta hat. Kommt nicht ran. 340 zu 370, natürlich. Ich meine, es ist ja auch nur ein Dragon Knight, der ein geflügelter Drache ist mit Movement Speed. Aber nein, es reicht nicht gegen diesen komplett Immerhelden. Seriously? Geht jetzt noch die Supports? Nein. Endet die Killing Spree. Doch,
Hat den Skyrith-Mech noch bekommen. Oh, dieser Held ist so broken. Seriously. Ja, ist vielleicht nur besser. Oh, Mann. Ja, also man hat schon so kleine Glimpses gesehen, dass Northern Lights hier definitiv von hinten spielen, weil Ferroblade ist so eine Instanz für sich. Tja, und der Tower-mäßig sind natürlich Northern Lights noch ein bisschen vorne, aber vom Networth her ist es halt even. Das heißt, Rise Gaming hat noch bisher einen kleinen Vorteil, einfach auch durch die Kills. XP, was war das eben? 1000 vor für Rise Gaming, whoops. Das war nicht ganz so getroffen. Ich glaube, da hat er das S zu wenig gedrückt. Ja, vielleicht sollte man nicht im Finale ein bisschen Show-Offs machen mit den Skills und das dann verkacken. Aber na gut. Terrorblade ist wieder da. Slark ist jetzt hier. Stun nicht drin, wird direkt gedoomt. Und nichts wird passieren. Ja, hat niemand gesehen. Nicht die Mr. P you're looking for. Na gut, passives Spiel, Towers fallen, links, Tower fallen, rechts. Beide Teams haben ein bisschen Push-Potenzial und sehr viel Split-Push-Potenzial. Aber ja, back to farming. Ich weiß nicht, Rise Gaming haben im Late-Game, glaube ich, mal richtig den Vorteil. Andererseits ist es halt auch ein... Ja, der Wraith King wird wahrscheinlich niemals Farm bekommen. Von daher wird es im Late-Game ein Jakiro, ein Slark und ein Dragon Knight gegen einen Terrorblade, Doom und Magnus sein. Von daher glaube ich hier, dass Rise Gaming erstmal schon die Nase vorne haben. Wenn beide Teams dahin kommen. Aber ja, Smoke von Northern Lines. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. Double Damage Rune ist dort. Magnus würde gerne dorthin, aber nimmt sich erstmal die Wave weg. Wäre durchaus eine Möglichkeit hier... den Magnus zu pick-offen, aber es scheint nicht so gefunden zu sein. Außerdem haben sie jetzt hier einen Slark. Und der Slark sagt ziemlich eindeutig, dass der Magnus hier wegtippen muss. Auch interessant, okay. Dragon Knight poppt noch einfach so hier unten, okay. Aber generell die Aktion hier war sehr, sehr, sehr untypisch für den Finalisten hier, dass wir halt am Tower vorbeilaufen und quasi zeigen, hallo, wir ganken dich gerade. Tippe mir bitte weg. Okay. Misplace. Auch hier von Northern Lines. 6 zu 2, der Tower geht down. Tja, Terrorblade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der typische Naga-Build. Yasha und Boots of Travel. Gott. Was das für ein Damage macht? Guck dir das an. Seriously? Mit Empower noch drauf. Achso, wahrscheinlich nur wegen dem Empower haben sie Magnus gepickt. Banglet ist jetzt hier wieder drin, wird direkt gestunt, wird direkt gepoppt. Aber, oh, wunderschöne AP. Aber auch wunderschöner Ice Path. Trotzdem, Wraith King poppt sein Ulti, aber es sind schon alle down. Richtig schöne Engages. Doom ist bisher nur gefallen. Ansonsten zwei Cores mitgenommen. Aber Ecke kriegen sie jetzt hier noch. Also nicht mehr ganz so komplett einseitig. Trotzdem... Kills auf den Terrorblade. 6-1 mit 3700 Gold. Könnt ihr jetzt sogar noch auf den Radiance umschwingen. Wahrscheinlich sinnlos, aber könnte er machen. 10.000 Networth, 16 Minuten. Eieieiei. Was ein Hero. Hm. Und, okay, Eagle Song für ihn. Dementsprechend Butterfly. Skippt erstmal das Manta. Also nicht so lange, aber erstmal das Manta geskippt. Disconnect von Evasion. Oder von irgendjemand anderem. Problem auf Northern Lines, um ein bisschen durchzuschnaufen. Was denn hier gerade passiert. Denn das, ja. Da werden sie richtig,
richtig, richtig stark eingepusht. Skype-Probleme. Wer benutzt denn noch Skype? Seriously. Skype ist so kaputt. Zumindest für solche Dinge. Klar gibt es nicht wirklich sinnlose Usability-Programme als Alternative dafür. Aber Skype. Ist jetzt so, TeamSpeak funktioniert perfekt. Skype, was hat Skype? Skype hat Roboter-Voice. Skype hat Disconnects. Skype hat ein Delay von 2 Sekunden. Nach Amerika. Habe ich gehört von einem Kumpel. Und Skype ist broken und disconnected und es ist Schrott und TeamSpeak funktioniert einfach. Mann, 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 Mann. TeamSpeak Mumbler funktioniert auch gut. Mumbler ist auch eine sinnvolle, schöne Alternative mit mehr Optionen. Aber Skype für Dota ist kompletter Schrott. Jetzt versucht da jemand ein Pentagramm zu zeichnen. Na gut, wir haben eine Pause. Wir schon mal hier die Graphen durchgucken, die jetzt doch sehr, sehr, sehr in Favor of Rise sind. Und auch die XP ist da ähnlich. Itemweise, Doom hat es Midas, Slark hat ein Midas, ansonsten Terrorblade hat einiges an Items. Magnus hat seinen Blink, Forstaff wird wohl als nächstes gebaut, beziehungsweise ist schon fertig hier. Also Forstaff auch schon fertig. Es wird APs einfacher machen. Seit von Northern Lines hat jetzt Jakiro seinen Oils. Seit wie lange? Seit kurzem. Slark hat den Blink noch dazu bekommen. Mobility ist jetzt auch somit vorhanden. BKB kommt von Dragon Knight. Und dauert noch ein bisschen. Und Skyler fällt nichts. Ich werde jetzt mal diesen Remark über RTS-Crash ignorieren, weil das invalidiert die Theorie von Skype. Na gut, vielleicht benutzen sie doch das gute Programm TeamSpeak. Aber na gut, dann würde ich jetzt mal einfach auf Server renten und sagen, ah, schlechten Server, schlechten Server. Dann kenne ich Leute, die einen stabileren haben. Nun gut, worüber können wir noch reden? Die Levels durchgucken. Okay, das war bei Backstatus. Das sind die Levels 7-7. Ja, Northern Lines sind ein bisschen unterlevelt. Aber nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Networth sagt halt schon eher, wo Terrorblade vorne ist. Ich habe 7000, also 2500 Vorsprung vor dem Slark, der auch hauptsächlich Midas und Blink hat, das heißt nichts, um im Fight zu stehen, weshalb ja, Terrorblade halt hauptsächlich den Eagle Song und das Yasha hat, was durchaus im Fight was bringt. Diesen Terrorblade müssen sie durchaus mal killen. Bisher nur einmal gestorben, weil er ein bisschen overextended hat. Und hat damit noch Leute mitgenommen. Das wird so das Ziel demnächst von Northern Lights sein, diesen Terrorblade irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Aber erstmal farmen. Farmen ist gut. Farmen ist gut, farmen bringt Dollar. Und Dollar sind gut. More Gold. Was? Seriously? Ist das ne... Ach du großer Gott. Hatte gerade diese Illusion im Slark die Hälfte des Damage abgezogen. Eine einzige Illusion. Oh Gott. Also gut. Slark heilt sich halt wieder hoch, aber... Alter. Halben Damage. Puh. Das ist strong. So, der Push kommt auf den T2 und ich glaube nicht, dass sie das Northern Lines verteidigen wollen. Dass sie verteidigen können, nein. Ist auch schneller. Schneller down, als ich Hachi sagen kann. Eieiei. Ah, mal schauen, ob sie einfach weitergehen. Schöne Blattlust antäuschen. Oh, und einfach Heikon gehen. Das ist ein Terrorblade, das ist riesig. Und ab hier auf 3. Ach du Scheiße. Und in alles geskürt. Okay, GG. Alter Schwede. Das war well executed. Buyback von Jakiro. Kill auch auf den Dragon Knight. Auf den schon Defensive Swap und auch noch den Ogre Major sichern. Wow.
Das, ja. Puh. Das war übel. Aber sie haben Terrorblade verloren. Hey, immerhin. Aber wenn sie den nicht verloren hätten, dann wäre es jetzt halt wirklich vorbei. Sah dann wohl schlimmer aus, als es war, aber puh, was eine API, was ein Skewer. Und direkt halt auch, na gut, der Doom war auf dem Skeleton King, weiß jetzt nicht, ob es gewollt war und vielleicht doch nicht eher auf den Dragon Knight sollte, aber... Ei, ei, ei. 60 Sekunden für API, von daher haben sie jetzt die Möglichkeit oder die Nötigkeit, da was gegen zu tun. Butterfly ist für Terrorblade auch bald vorhanden. Und dann muss was gemacht werden. Ups, da war ein Doom, der vielleicht nicht da sein sollte. Olds, Ice Path und ganz viele böse Teammates, die drauf geknallt haben. Scarish Mage, mal schauen, ob er hier für 1000 Gold Mystic Stuff holt. Wait, Mystic Stuff? Ja, nicht Mystic Stuff. Wizard Stuff of Wizardry. Den Namen brauchen wir auch eigentlich nie. Das 1000 Gold Item für Forstef oder Rod of Aoi. You know. Split Pushing Illusions. Die genug Damage machen. Ja, da kommt ein Wraith King. Die Illusion kann ihn killen. Aber. Farmt lieber weiter. Sicken Damage. Oh Mann. Ja, irgendwie bin ich gerade in diesem Spiel ein bisschen sehr unglaublich. Weil dieser Terrorblade halt einfach so viel tut. Butterfly, ja, immerhin jetzt BKB auf Dragon Knight, aber relativ wenig blocken. Slug muss vor so einer Terrorblade Illusion wegjumpen. Ist das krank? Ja, mal schauen, vielleicht ob der nächste Roshan kommt. Da oben haben sie sogar eine Ward gefunden. Das ist interessant, wie sie die gefunden haben, aber gut. Ah, Match for Spirit wird jetzt initiated. Und... Ah, der Damage reicht im Endeffekt dann doch, wenn das ganze Team da ist. Na gut. AP ist vorhanden. Terrorblade ist... Ja, um die Ecke, aber nicht ganz da. Somit erstmal kein Engage von Ryze. Die mit diesem Pickoff erstmal leben müssen. Na gut. Kriegen sie hin. Weiterfarmen. Weiterfarmen, weiterfarmen, weiterfarmen. So scheint die Strategie für Ryze Gaming zu sein. Auch wenn natürlich Terrorblade da weiter Druck machen kann währenddessen. Aber auch Item Progression. Süßlied, Terrorblade ist halt einfach zu schnell mit Bloodlust. Ja. Aber gut, klar, das ist... Im Endeffekt ist es eine Terrorblade-Strat. Sie haben einen Doom, der die Alpha-Wurf-Aura dann haben wird. Sie haben Bloodlust, sie haben Empower und sie haben die Vengeful Spirit-Aura. Und dann, ja. Dann haben sie, keine Ahnung, Illusions. Einfach alles machen. Doom ist gesmoked. Und da finden sie jetzt den Slark. Ups. Aber zu spät. Dachte ich am Ende, dass er da einen Doom für verwenden wird, aber scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt auf der Toplane lebt noch, vielleicht groupen sie hier ab, um danach Roshan zu machen, nachdem sie hier ein bisschen rausgepusht haben. Keine Ahnung, vielleicht denken sie auch einfach, okay, Teamfights können wir machen. Wir pushen jetzt zusammen durch oder so. So, weiter vor. Einfach ein bisschen Druck machen auf den Tower oder so. Und ja, die Illusions halt einfach vorschicken. Auf den Tower. Und ein bisschen Damage machen. Währenddessen kann man Roshan machen, aber es sieht nicht so aus, als ob hier Ryze Gaming wirklich sich in Roshan committen will. Könnten sie eigentlich tun. Wind of North Alliance wird erstmal die nächste Zeit wenig tun. Vielleicht wollen sie einfach noch ein bisschen Farm auf dem Terrorblade haben. Ja,
hat zwar jetzt eigentlich alles und ist auch weit genug voraus, wird jetzt auch vom Slug langsam. Also, Slug ist immerhin Net Worth Zweiter. Also gucken mal, ob es ein Smoke ist, aber nein, und smoken jetzt erstmal sneaky sneaky in Roshan rein. Ogre pinkt das aus. Der Ward hier scheint das gesehen zu haben. Und dann kommt halt auch direkt eine Illusion reingelaufen. Und ich glaube, sie sollten hier raus. Versuch war es wert, aber reicht nicht ganz. Jetzt ein Smoke von Rice Gaming. Und man hoffen sie wahrscheinlich, dass sie hier ein paar Leute Pick offen können. Aber scheint nicht der Fall zu sein, von daher gehen sie jetzt einfach rein und mit Terrorblade. Was ist das? Was war's? 500 Damage? Wir haben es 24 Minuten drin, kann er mal aufhören? Seriously. Oh Gott. Puh. Ja, dieser Terrorblade ist vollkommen absurd stark. Dementsprechend hoffen wir, Northern Alliance einen Pickoff zu bekommen. Jetzt farmt und nach hinten gehen wird. Mal schauen, ob sie da was bekommen. Nee, nicht der echte. Aber jetzt ist auch sein Team da. Chance verpasst. Aber ja, einfach mal jede Illusion anspringen. In der Hoffnung, es ist der echte. Und müssen sich komplett zurück zur Base zurückziehen. Werden auch hier eingepusht. Katapult macht ein bisschen Damage auf den Tower. T2 ist damit auch verloren. Können sie so oder so nicht halten. Müssen jetzt hier Highground deffen. The push is strong in this one. Und Dragon Knight könnte nicht besser hier stehen. Aber ich glaube, da wollen sie nicht rein. So, spielen mit dem Gedanken eventuell hingegangen, aber sie sehen, hier ist eine Ward. Von daher lieber nicht. So, scheint es ein. Irgendwie haben sie da Lust auf Engages. Gehen tatsächlich hier rein. Und finden eventuell den Doom, aber schöner Defensive Swap hier erstmal. Und jetzt geht es der Teamfight an zwei verschiedenen Orten. Da, Crush lebt noch. Wraith King ist auch noch am Leben, kann keinen Slow hier ausbrechen. Schöner Frostdurf auch noch auf Crush und Wraith King kommt low, hat jetzt den Slow. Und die Frage ist, ob das vielleicht nicht so sinnvoll ist. Aber jetzt Doom auf Phantom XP. Und das Problem ist halt nur die Aegis poppt. Doom wird ihn wahrscheinlich down bringen. Und jetzt ist auch Sixnet mit dem Jakiro down. Und ja. Wraith, Terrorblade ist da und cleaned house, muss man einfach so sagen. Hagrun Push wird kommen und ich bin gespannt, was sie dann gegensetzen haben. Jakiro hat wieder Buyback. Wird er wahrscheinlich auch nutzen können müssen. Bitter. Lief besser für Northern Alliance, als ich erwartet hätte. Aber es lief, lag, glaube ich, an Terrorblade, der noch nicht so ganz ready war. Aber, ja. Puh. Rex in der Mitte down. Wahrscheinlich werden sie jetzt rotieren, ja. Gehen jetzt einfach nach oben. Zwei Landers of Rex sollten, könnten sie bekommen. Ist halt die Frage, was im Gegensatz zu setzen ist. Oh, musste sogar wieder rausliegen. Multicast ist da. Kriegt noch sein Ulti raus. Evasion lebt noch, geht jetzt down, hat ein bisschen Damage rausgebracht. Ingman überlebt das Ganze noch. BKB von Phantom XPs an. Nächstes dann auf den Wraith King, der noch nicht sein Ulti hat. Schönes Skewer wieder zurück in die ganzen Leute. Wraith King ist damit down. Schönes Oils erstmal auf den Terrorblade. Defensive Swap, Multicast und Jakiro ist schon wieder down. Ingman lebt noch, kann jetzt Crush Dota down bringen. Es sei denn, er wird zu sehr geslowt, dass er nicht daran kommt. Geht hier down. Noch kein Skali da. Phantom XP, Triple Multicast und ein schöner Ice Path, der den Tod von Phantom XP nur ein wenig herauszögert. Treibt sie noch ein bisschen weg, aber Ultra Kill auf Matrice und. GG von Northern Lions, zu Recht, nach 27 Minuten, komplett von dem Terrorblade besiegt. War nichts zu machen. Dieser hält es einfach zu Imbach. Und das Problem ist halt jetzt, Northern Lions muss den jetzt bannen, muss damit was anderes loslassen und das ist eventuell die Chance für Rice Gaming hier mit dem dritten Spiel, im vierten Spiel hier einen weiteren Sieg zu holen.
2:1 in der ESL Thinkfast Razer League Finale zwischen Rise Gaming und Northern Lions. 2 Punkte für Rise, somit fehlt jetzt nur noch ein einziger Sieg, um Rise Gaming dieses Turnier gewinnen zu können. Waren ja nie so der Favorit wie Northern Lions, von daher ist es sehr interessant, dass Rise Gaming hier so stark auspacken. Aber wir werden sehen, nachdem sie jetzt eine Terrorblade ausgepackt haben und eine Pocket Strat mit Husker, ob da jetzt sie noch was haben, womit sie Northern Lions überraschen können. Somit, stay tuned, Spiel 4 folgt sofort.